Herzlich willkommen zurück zu Soul Calibur 6. Als der Kampf vorbei war, griff ich in den Astralriss, um meine Macht zu erlangen. Hey, was ist hier los? Misch dich nicht ein, das hier muss geschehen. Er hat das Tor zerstört, das habe ich nicht erwartet. Der seltsame Mann seufzte, drehte sich um und wollte gehen. Wo gehst du hin? Wir sind noch nicht fertig. Hey, ganz langsam, ich habe Dinge zu erledigen, genau wie du. Wenn ich dich beleidigt habe, tut es mir leid. Ich bin Haishiro Mitsurugi. Wer bist du? Gerard von Riva, Hexer. Was zum... Der Mann machte eine schnelle Geste in Mitsurugis Richtung und zeichnete mit seinen Fingern ein Symbol in die Luft. Sofort wurde der Samurai träge. Was ist das für eine Teufelei? Entspann dich, das wird wieder. Gerard drehte sich um und ließ Mitsurugi im Bann der seltsamen Macht stehen. Hey, denkst du, das hält mich auf? Mitsurugi sammelte seine Kraft und sprengte die Fesseln, die ihn hielten. Na gut. Gerard war der Name, nicht? Ein Duell mit ihm wäre interessant. Vielleicht ist er noch nicht so weit. Ich kann ihn noch einholen. Tut mir leid, Jibi, aber unsere Wege trennen sich hier. Mach's gut und verlier nicht den Kopf. Mitsurugi eilte gerade Gerard hinterher, als Dion angerannt kam. Ich habe dir doch gesagt, bleib da. Was ist mit dem Astralriss und diesem Mann? Ich erklärte schnell, was passiert war. Wenn du dich um den Astralriss gekümmert hast, ist alles gut. Trotzdem beunruhigt mich dieser Ort. Nun, dieser Mann ist ein fähiger Krieger. Er kann wohl auf sich aufpassen. Denke ich auch. Your soul surges in your body. Der Astralriss verschwindet. Wollte ich gerade sagen, der muss doch verschwinden. Zeichen des Endes. Für deine Gegner ist die Wahrscheinlichkeit hoch, deine Deckung zu zerstören. Endlich der Astralriss. Niemand schien in der Nähe zu sein, weshalb ich mich daran machte, seine Kraft zu absorbieren. Die Information war richtig. Ziel erreicht. Das ist der nächste Astralriss. Keine Spur von Eswell oder seinen Freunden. Als wir uns dem Riss näherten, erschienen zwei Berserker mit leeren Blicken und gezückten Waffen. Sie waren bereit, uns abzuschlachten. Eine doppelte Bedrohung. Dieses Mal müssen wir ohne Grow weitermachen. Wappne dich. Los. Kein Ding. So, dass ich wieder so ein Kampf wird, bei dem ich ausrasten muss. Alles gut. Cervantes! Warum wird der als Berserker aufgeführt? Das erkennt doch jeder, dass das Cervantes ist. Mann! Nein! Fight!
klar. Ach, ihr könnt mich doch mal. The soul of a warrior now lays here to rest. Nachdem ich die Macht des Astralrisses aufgenommen hatte, nickten Dion und ich einander zu. Irgendwie war es uns gelungen, beide Berserker zu besiegen. Doch da noch ein Astralriss übrig war, war er noch nicht ganz ausgestanden. Als nächstes folgen wir Natalie zu dem anderen Riss. Wenn wir damit fertig sind, ist die Mission erfüllt. Verlieren wir keine Zeit. Your soul surges in your body. Was? Ja gut, will ich mich nicht beschweren. Ich traf am mit Natalie vereinbarten Treffpunkt ein. Dort berichtete sie mir, dass es noch immer keinen Hinweis auf Aswell gäbe. Die mittleren Angriffe deines Gegners richten mehr Schaden an. Okay. Hier sollten wir Natalie treffen. Ziel bestätigt. Wir kommen wohl rechtzeitig. Keine Spur von Aswell oder seinen Dienern. Großartig. Als wir uns dem Riss näherten, erschien ein Berserker mit leeren Augen und tiefer Haube. Das würde nicht leicht werden. Wir schalten die Gefahr aus und kümmern uns dann um den Riss. Los. Okay. Machen wir das. Oh. Battle 1. Keine Nase. Final battle. Fight.
Nein. Ach klar. Spacko. Now lays here to rest. Ist doch nicht wahr, ey. Battle 1. Fight. Dieser blöde Wichser. Ja. Nachdem ich die Macht des Astralrisses aufgenommen hatte, dachte ich nach. Ich hatte zuletzt seltene Albträume gehabt. Vielleicht befreite ich mich allmählich vom Astralchaos. Meine Reise könnte zu Ende gehen. Dions Stimme unterbrach meine Gedanken. Alles läuft nach Plan. Sir Grow wird erfreut sein. Wir sind Aswell nicht begegnet. Vielleicht hat er einen Astralriss gefunden, von dem wir nichts wissen. Wir müssen mehr herausfinden. Uns bleibt nicht viel Zeit. Your soul surges in your body. Da gibt es jetzt aber eine Menge Erfahrungspunkte. Mein Gott. Die Ruhe vor dem Sturm. Es gibt Neues von Aswell. Ein Astralriss ist in Griechenland erschienen. Aswell war auf dem Weg dorthin. Auf dem Weg nach Griechenland trafen wir Grow. Seine Mission war erfüllt. Sir, es geht dir gut. Ich habe die Berichte gelesen. Gute Arbeit. Dankeschön. Aswell ist also wieder stärker geworden. Sollte er noch einen Astralriss finden, könnte das katastrophal enden. Wir müssen ihn in Griechenland besiegen. Beeilen wir uns. Sir. Dion und Natalie standen auf. Als ich ihnen durch den Raum folgte, hörte ich Grow vor sich hin murmeln. Du würdest nicht zustimmen, Curtis. Als ich mich zu Grow umdrehte, sah er mit entschlossener Miene auf seine linke Hand. Im Schatten des Tempels, wo der Astralriss angeblich erschienen war, ruhten wir uns vor dem entscheidenden Kampf mit Aswell noch einmal aus. Ich konnte nicht schlafen und saß vor dem Feuer, als Dion zu mir kam. Hast du einen Moment Zeit? Ich möchte mit dir über etwas reden. Diesmal müssen wir Aswell besiegen und seine Pläne durchkreuzen. Mit Sir Grow haben wir eine gute Chance und mit dir ist uns der Sieg so gut wie sicher. Ich habe dir erst nicht getraut. Die Organisation sagt zwar, du gehörst nicht zu den Außenseitern, aber deine Macht schien mir zu gefährlich. Aber auf unserer Reise habe ich gesehen, wie du bist. Du nutzt deine Macht nicht leichtfertig oder um andere zu verletzen. Ich weiß, dass ich morgen auf dich zählen kann. Ich halte es nicht für klug, im Blind zu vertrauen. Natalie stand gegenüber dem Feuer. Ich hatte ihr Kommen nicht bemerkt. Ich verstehe nicht, Natalie, aber tief in dir weißt du, dass man ihm vertrauen kann. Lassen wir das. Ich habe eine Nachricht von Grow. Er will dich sprechen, GB. Als ich zum Treffpunkt kam, wartete Grow schon auf mich. Hallo. Morgen kämpfen wir ein letztes Mal gegen Aswell. Ich wollte dir etwas sagen, bevor wir in den Kampf gehen. Um ihn zu besiegen, muss ich an die Grenzen dieser verfluchten Macht gehen, die in mir ist. Grow enthüllte sein linkes Auge, eine hässliche Narbe. Selbst dann ist es nicht sicher, dass ich gewinne. Seine Macht ist sehr groß geworden.
Außerdem wird mein Verstand es nicht überstehen, wenn ich meine Macht ausschöpfe. Der Tod ist niemals leicht, aber in letzter Zeit denke ich oft an zu Hause. Für einen Moment wurden Groves Züge weich und er blickte wie in die Ferne. Noch nie war mir das Gesicht dieses harten Kriegers so warm und freundlich vorgekommen. Im nächsten Moment war sein gewohnter, grimmiger Gesichtsausdruck wieder da. Wir müssen alles riskieren, um Aswell zu besiegen. Selbst wenn ich siege, bin ich dann wohl nicht mehr ich selbst. Wenn das passiert, töte mich. Du bist dazu in der Lage. Groves schien entschlossen, mit einem Nicken willigte ich ein. Dass ich diese Bitte nun schon zum zweiten Mal stelle. Egal, es ist spät. Lass uns schlafen gehen. Schlafen ist immer gut. Habe ich viel zu wenig heute Nacht gehabt. Wieder mal. Auf dem Weg zum Tempel lauerten viele Gefahren auf mich. Meine Reise war gewiss noch nicht vorüber. Aswell und seine Verbündeten mussten unschädlich gemacht werden. Und zwar rasch. Die Straße zum Tempel war voller aufgestiegener Krieger. Sie sind vor uns hier angekommen, aber ich spüre den Astralriss noch. Wir haben noch Zeit. Überlass uns diesen Kampf, Sir. Suche mit Jibin den Astralriss. Ich nickte Dion und Nathalie zu und Groves und ich liefen Richtung Tempel. Als wir fast am Ziel waren, stellte sich Daniel uns in den Weg. Niemand darf Lord Aswells Pläne durchkreuzen. Ihr werdet durch meine Hand sterben. Na, wenn er meint. Ich glaube eher an dich. Warte, noch ein zweites Mal, willst du mich verarschen? Na warte, das gibt jetzt zurück. Nein! Gegen den verkackten Daniel, ey. Gibt's doch nicht. Oh!
Oh nein, jetzt ist Daniel auch noch nackig. Ja, alles klar. Leck mich doch. Boah, ich wollte mich jetzt extra fernhalten von dem. Esvel hat dir wohl nicht viel Macht gegeben. Ich brauche diese Macht nicht. Ich wollte schön bleiben, ein Mensch, von Lord Esvel geliebt, bis zum Schluss. Daniels Waffe fiel ihm aus den leblosen Fingern und er brach zusammen. Der Verräter ist beseitigt, wir müssen weiter. Tod oder Ehre. Grow und ich erklommen die Tempeltreppe, so schnell wie uns unsere Beine trugen. Der finale Kampf stand unmittelbar bevor. Ey, der ist Stufe 50. Kann ich nicht vorher nochmal...
Umgebung erkunden, zu unserer Stadt da und mir meine Waffe da machen lassen oder so? Nee. Warum geht das nicht? Ich verstehe das nicht. Ach, Moment. Was war das denn jetzt gerade? Weil, also, ich muss noch ein bisschen leveln, oder? Bevor ich Aswell... Wir versuchen es mal gegen Aswell. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.